Bereit und... Wir brauchen was Stärkeres. Vielleicht sowas wie ein Abschleppseil. Auf dem Weg hierher gab es eine Tankstelle. Einer von uns sollte fragen. Okay. Hör endlich auf! Es ist nicht schön, ich weiß. Aber mehr fällt mir dazu jetzt nicht mehr ein. Das nächste Mal gucken wir einen Thriller. Ja, oder wir gehen ins Konzert. Das Peter Bergquintett. Das Quintett. Joe, ist was passiert? Schon einen Rotwein gehabt heute Nacht? Abend-Nachtwolke. Ich glaube, du hattest dann. Ist das nicht ein bisschen frisch zum Golfen? Aber nicht auf den Seychellen. 4 Wochen lang Golf. Wir planen übrigens einen großen Aufruf. Auflauf. Denken Sie doch mal nach. Wenn das vor Gericht landet, dann wird dieser ganze Abend breitgetreten, bis ins kleinste Detail. Diese Eselnutten, die können doch sonst was über uns erzählen. Wir können uns doch an das meiste gar nicht mehr erinnern. Wollen Sie das hier? Was gibt's denn da? Die Eselnutten. Diese Eselnutten, die können doch sonst was über uns erzählen. Ich würde gerne Bollywood nach Mitte holen. Das ist gut für den Terrorismus und das sieht die Investoren aus. Ich hab dir ganz schön Ärger eingebracht. Es gab eine Bedingung, dass ich dir helfe, diese Fahrerflucht. Entschuldigung. Wenn ich nicht an unsere Gutschen hatzle butzle. Warum lädst du nicht mal Katrin ein? Auf einen Whisky mit Klugscheißerei? Erinner sie aber dran, dass ich sie damals der meiner überwutschende Hatzlemo. Wieso lädst du nicht mal Katrin ein? Auf einen Whisky und Klugsch... Warum lädst du nicht mal Katrin ein? Auf einen Whisky und Klugscheißerei? Erinnere sie aber dran, dass ich sie damals in meiner Firma aufgenommen habe, weil sie mit ihrem Pleite... Aber, dass du als Gemischtwarenhändler bist ein Hatzlehulli. Und sie würde sagen, dass es an dir liegt. Ihr dreht euch im Kreis. Es tut mir leid, aber als gemischt... Ich bin dein Vater. Bitte entschuldigen Sie das Versteckspiel. Aber unter anderen Umständen hätte ich kein Kaninchen bei Ihnen bekommen. Ach ja? Warum sollte ich dir überhaupt noch irgendwas glauben? Weil du mir unmissverständlich klargemacht hast, was aber in mir auf der Schnatzra. Wir haben keinen Sekt bestellt. Oh, das ist Champagner. Und bestellt wurde der von Herrn Lehmann. Und ich soll ihn ausrichten, dass er sich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm freut. Willst du ausziehen? Nee, ein. Quatsch, ja. Felix, ich habe gestern Abend... Danke, Wolfgang. Es ist aktenkundig, dass Limostrami mich begroht. Fingerabdrücke von meiner Frau und von Frau Nova. Von Arten. Du hast aber nicht ernsthaft vor, wieder als Bezirksbürgermeister zu kandidieren. Johanna wird Augen machen. Schon schade, dass sie irgendwann an gar nichts mehr glaubt. Vielleicht hat sie ja Glück und wusste nicht ganz, was der Wind will sagen. Ich möchte so... Sicher. Sicher, Herr Ortler, ja, da stimme ich Ihnen zu. Lassen Sie mir doch bitte vom... wie heißt denn das jetzt? Sicher, Herr Ortler, da stimme ich Ihnen zu. Lassen Sie mir doch bitte vom Brund... Ah!
und Gruch. Oh, bin ich denn? Entschuldigung. Oh, oh. Champagner! Ab morgen mit Laura, ich bin ein Tag. Ja, der Tag. Ja, besser, besser mit Laura dann. Du bist ja noch gar nicht tot. Das Oberverwaltungsgericht hat einen vorläufigen Baustoff verhängt. Das war zu erwarten. Baustoff. Bitte mach die Reha. Die Investoren ziehen ihr Geld zurück. Ich stehe kurz vor Ruin. Und warum das alles? Bleibt das in der Familie. Und Johanna geht nicht mit näheren Händen aus. Entschuldigung. Da bleibt es auch in der Familie. Und Johanna bleibt nicht mit leeren Händen. Wie hoch willst du mich beteiligen? 3. Verdammtes Arschloch. Glauben Sie etwa damit? Kommen Sie durch? Hm? Lassen Sie mich los! Wow! Ey, geiles Video, oder? Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, drückt einfach hier rauf. Und wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, drückt hier rauf. Es wäre natürlich cool, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert. Deswegen abonnieren. Na los, abonnieren.